Das Vogelschutzgehölz Langhagen ist ein 1,5 Hektar großes Waldgebiet. In 15 Volieren gibt es verschiedene Arten von Fasanen, mehrere Arten von Hühnern und einige Taubenrassen zu sehen. Des Weiteren leben im Vogelschutzgehölz noch verschiedene Sitticharten, zum Beispiel Halsbandsittich, Pflaumenkopfsittich, Nymphensittich und Wellensittiche. Außerdem leben in einem Gehege Graugänse. Im kleinen See leben australische Schwarzschwäne, die regelmäßig Junge haben, und einige Enten. Das Wasser ist wegen des hohen Besatzes in sehr schlechtem Zustand gewesen. Es war schwarz und stank und hatte einen sehr geringen Sauerstoffgehalt. Die Firma Plocher Integraltechnik hat sich bereit erklärt, das gesamte Vogelschutzgehölz zu sanieren. Dazu gehört natürlich der Teich, aber auch der Bereich um den Teich herum und der Boden der Volieren. Von dem Boden der Volieren ging verständlicherweise oft ein leichter, unangenehmer Geruch aus. Zunächst einmal wurde ein künstlicher Bachlauf angelegt, durch den sich das Wasser mit atmosphärischem Sauerstoff anreichern kann. Zunächst einmal wurde das komplette Wasser aus dem Teich gepumpt. Nach dem Abpumpen sah man am Grund des Sees große Mengen an fauligen Schlämmen, die auch entsprechend gerochen haben. Diese Faulschlämme wurden komplett entfernt. In den Bachlauf wurden Lavasteine gelegt, die mit der Plocher Integraltechnik behandelt wurden und die Aufgabe haben, die Information Sauerstoff an das Wasser abzugeben. Das Wasser wird jetzt aus dem Teich in eine Regenwassertonne gepumpt. Darin befinden sich Bürsten, die mit der Plocher Integraltechnik behandelt wurden. Diese Bürsten haben unter anderem die Aufgabe, Faulschlämme abzuhalten. Der Teich wird wöchentlich mit 80 Gramm mit Plocher-Produkten für Oberflächenwasser behandelt. Diese Produkte regen die aerobe, luftatmende Mikrobiologie im Teich an. Dadurch stabilisiert sich das Gewässer auf natürliche Weise und bekommt so seine Selbstreinigungskraft zurück. Plocher-Produkte arbeiten katalytisch und immer im Einklang mit der Natur. Der Teich ist jetzt in einem guten Zustand und riecht nicht mehr. Der Boden der Volieren wird einmal in der Woche mit dem Plocher-Produkt Geflügelkompost behandelt und dieses Produkt sorgt dafür, dass das Milieu des Bodens von der Fäulnis in Rotte übergeht. Die Dosierung des Produkts Plocher Geflügelkompost ist bei der Erstanwendung 300 Milliliter bzw. Gramm auf 100 Quadratmeter. Die Folgeanwendung allerdings reduzieren sich auf nur noch 10 Milliliter bzw. Gramm auf 100 Quadratmeter. Ergebnis: keinerlei Geruch mehr. Zum Einsatz kommt auch das Plocher-Produkt Geflügel-Spezial zur Steigerung der Vitalität der Vögel. Hier braucht man nur 60 Gramm pro Tonne Futtermittel. Und wenn die Hühner mal nicht draußen herumlaufen, dann stehen sie im Hühnerstall auf Hippodung. Hippodung ist eigentlich eine Einstreu für Pferdeboxen, hat sich aber hier im Hühnerstall sehr gut bewährt. Die bindemittelfreien Holzpellets werden bei der Herstellung mit einem Produkt von Plocher Integraltechnik behandelt. Dieser eingearbeitete Katalysator bewirkt, dass Fäulnisprozesse in Rotteprozesse umgewandelt werden. Auch hier wieder kein Geruch in den Hühnerställen.
Die Holzpellets werden ganz einfach mit Wasser aufgequollen und in die Ställe gestreut. Im Vogelschutzgehölz gibt es auch einen botanischen Rundweg. Dieser zeigt ca. 30 verschiedene Pflanzenarten. Außer dem Namen gibt es immer eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Pflanze, zum Beispiel auch, ob sie giftig ist. Sie sehen jetzt noch ein paar Impressionen zum 50. Jahrestag der AZ. Das ist die Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht e.V. der Ortsgruppe Langhagen 75. Der Firma Plocher Integraltechnik haben eines gemeinsam. Sie helfen dem biologischen System, sich bis zu seinem natürlichen Optimum zu regenerieren. So werden die Produkte in Teichen und Seen zur Verbesserung des Bodens, zur Pflanzenvitalisierung und zur erwünschten Verrottung, zum Beispiel im Kompost, eingesetzt. Aber es gibt auch Mittel zur ganzheitlichen Vitalisierung von Tieren und zur Belebung des Leitungswassers. Natürlich wird Plocher auch in allen Bereichen der Landwirtschaft seit über 30 Jahren und das weltweit erfolgreich eingesetzt. Die chemiefreien Mittel wirken katalytisch, indem sie zum Beispiel luftatmende, aerobe Mikroorganismen anregen. Plocher-Produkte wirken nicht abtötend, sondern schaffen im biologischen System das richtige Milieu. Dadurch entsteht natürliche Selbstreinigung oder Rotte, also das Gegenteil von Fäulnis. So kann sich das biologische System auf ganz natürliche Art und Weise regenerieren.